Servus, wieder im Kochstudio bei uns daheim. Wir haben uns heute zu zweit was überlegt, was wir machen können. Und zwar machen wir heute Rouladen wie bei Oma. Machen wir das, Lauren? Und wer ist der Chefkoch? Ich. Ja, genau, da müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Aber er ist angehender Chefkoch. Jedenfalls, er wollte mir heute unbedingt helfen. Und zwar fangen wir jetzt an. Was nimmt man für Fleisch? Wir haben uns jetzt entschieden für Oberschale. Vom Metzger hier aus Ullstadt, super schön. Rouladenform müsste jedem bekannt sein, ganz fein geschnitten. Zu dem Thema muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ich empfehle es aber schon, dass man vielleicht die Sache nochmal kurz anplattiert, wie bei einem Schnitzel. Dazu nehme ich jetzt einfach einen Vakuumbeutel, den ich noch daheim gehabt habe. Normal kann man es mit Klarsichtfolie auch machen. Da liegt man jetzt einfach die Scheiben. Da dazwischen, da macht man nämlich sein Arbeitsbrett nicht kaputt und auch nicht so dreckig. Also auch Tipp für Schnitzel, kann man immer wieder machen, Kalb oder Schwein fein aufgeschnitten da rein, zwischen zwei Klarsichtfolien und dann mit, ich habe jetzt in dem Fall kein Plattiereisen da, es reicht aber so eine Sauteuse oder ein kleiner Topf. Dort macht man die Struktur noch ein bisschen weicher und zarter und man kriegt noch ein bisschen mehr Fläche. Also wenn wir uns jetzt doch ein Stückchen Fläche noch, ich habe die Arbeitsfläche auch nicht anlangen lassen, bitte. Ein bisschen verschieben. Das ist natürlich sauber gemacht. Das machen wir jetzt schnell mit allen. Ihr seht schon, da habe ich keinen Dreck auf der Arbeitsfläche. Es ist fast alles. Klopfen wir dann mal. So, dass der Lauer nicht bloß dauert. Dann auch was macht, magst du auch mal klopfen? Komm, helf mal. Boah, voll fest drauf, gell? Oh, das machst du super. Macht er gut, gell? Und ihr seht, man kann hier auch die ganze Familie mit einspannen. Das ist auch immer ein kleiner Event und alles immer lustig, wenn man das schön verpackt, auch für Kinder, dass sie sehen, was sie essen. So soll der Papa machen oder du? Okay, und hau zu. Bam! Vor ins Rohr! Komm, nochmal! Da darf man Krampf machen, gell? So. Ich esse mich. Was machst du? Ich esse mich. Du magst es essen? Ja. Mhm. Ich esse mich. Du nochmal drauf haben? Wichtig ist eben, aber das weiß der Metzger und das machen die auch immer ganz cool, dass man gegen die Faser schneidet. Warte, klopf nochmal. Schnell. Warte, ich klopf vor und du klopfst nach, okay? Du alleine. Nicht so fest, sag ich einmal. Super, machst du das. Ich dreh's nochmal kurz. Oh. Schau, ist schon kaputt. Haben wir es kaputt gemacht. Wir helfen uns somit. Gute Wertarbeit, sage ich da. Egal, war eh schon ein bisschen angenockt, deswegen kein Problem. So, jetzt haben wir es uns da ein bisschen ausgebreitet. Jetzt verschieben wir vielleicht das Brett und dann lauert ein bisschen. Damit man das alles vielleicht besser sieht. Rutschen wir mal ein Stück darüber. Wichtig bei Rouladen, was ich vorher sagen wollte, gegen die Faser geschnitten. Wenn es mit der Faser geschnitten wird, hat man 10 Nummer, aber man kriegt es niemals zart. Es gibt 1000 verschiedene Varianten von Rouladen. Gibt es aus Polen, Tschechien, Deutschland, überall bei uns in Mitteleuropa und Osteuropa ist das ein Traditionsgericht. Wir schmieren jetzt einfach ein bisschen mittelscharfen Senf drauf. Gibt da gute Grundwürze. Wer mag ein bisschen mehr, wer nicht, einfach schön überall einschmieren. Wir machen jetzt eine relativ klassische Variante. Und zwar kommt bei uns noch, sollst du mit helfen? Ha? Ja, ja, aber pass auf, das musst du weg tun, nicht, dass du Auer machst. So. Wir machen eine klassische Variante mit
Essiggurke, Speck. So, da machen wir jetzt. Magst du Gurken? So. Tun wir uns ein paar Gürkchen raus, dann machen wir feine Scheiben. Seht ihr das hoffentlich? So. Einfach gut fein schneiden. So. Das verteilen wir jetzt so schön. Überall ein bisschen was drauf. Ich werde euch gleich zeigen, wegen den Rouladen. Ich habe jetzt am Rand ein bisschen freilassen. Das hat einen guten Grund. Und zwar haben wir hier noch ein paar Speckwürfel. Man kann aber ganz normalen Speckscheiben nehmen. Das, was man da hat. Ich habe eben noch Speckwürfel da. Die verteilen wir jetzt schön. Man gibt auch eine gute Würze. Hey, wie, du bist ein Bazi, sag einmal. So ein kleiner Bazi? Ja. Ja, gell? Ja. Pass auf, gell? So. Jetzt haben wir eigentlich die Füllung schon soweit bereit. Muss man bloß noch mal kurz würzen. Also jetzt ist drauf Senf, Essiggurke, Speck. Tun wir zusätzlich noch ein bisschen Pfeffer drauf. Aus der Mühle, schwarzen Pfeffer. So. Und ein bisschen da. Salz. Und bloß vorsichtig sein, der Senf ist schon würzig, der Speck ist würzig, also darf man nur ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir, es gibt Rouladennadeln aus Metall. Ich habe jetzt keine. Was ist los? Hand vom Mund, Hand vom Mund, Hand vom Mund. Was tun sie denn? Du Spieler, du. Vorsicht, gell? So, jetzt wollte ich euch noch erklären, bei der Roulade ist es wichtig, den Rand ein bisschen einklappen. Und dann fängt man von hinten. Super! Hey! Ohrwaschel! So. Das machen wir jetzt bei allen. Also wie gesagt, einmal lauern bitte. Bitte, bitte, bitte. Am Rand ein bisschen einklappen, aufrollen und fertig. Ihr seht, das wird ein schönes Päckchen. Wenn man das beim Rand schön einklappt, seht ihr, hier ist es einfach schön geschlossen, die Füllung bleibt drin. So, Rand ein bisschen einklappen. So, dann fangen wir wieder an. Aufrollen. So. Wir machen jetzt in dem Fall für uns 4 Personen, 4 Rouladen. Also wenn das nicht fertig ist, kann man es locker am nächsten Tag wieder erwärmen. Also macht nichts, wenn es ein bisschen mehrer sind. So, jetzt haben wir unsere Rouladen fertig gerollt. So, die Spieße. Also einer ist immer wichtig, da wo es zusammenlappt. Einmal durch. Und vielleicht da, wo es noch nicht so ganz geschlossen ist, am Rand nochmal durch. Dann halten die Pakete super. Normal reicht immer eine da, wo es zusammenkommt. Ja, geh durch. Jetzt ist es abgebrochen. Ja, super. Also wie gesagt, die Metallnadeln sind natürlich praktischer. Zahnstocher tun sie in dem Falle auch. So. Durch. Einmal so. Einfach mal piercen, sagen wir mal so. So. Jetzt haben wir sie vorbereitet. Ihr seht schon, schöne Portionen. Die gehen aber gut ein beim Braten. Also das wird auf jeden Fall noch kleiner. Jetzt haben wir heute natürlich mal, wenn wir jetzt noch ein bisschen öfter kochen, Rapsöl gekauft zum Anbraten. Weil jetzt muss das scharf anbraten werden. Dann drehen wir die Pfanne ganz hoch. Nicht zu viel Fett, weil
wollen schöne Röstaromen, deswegen einfach nicht frittiert, sondern gebraten. Wir legen jetzt die Rouladen mit der Schnitt, also mit der... Du, willst mich erschrecken? Mit der Zwischenseite von Lachen, bitte. Ich mach hier ein Kochvideo. Mach dir keinen Schmarrn, bitte. Wir legen es jetzt so rein. Ihr hört es sofort aufknuspern. Dreht sofort an. Legen jetzt alle vier rein. Jetzt schauen wir mal gut aus dem Anseifen. Wir wollen ja eine dunkle Soße dann auch noch. Also der Geschmack geht dann auch voll in die Soße über. Wir schmoren es in dem Fall in einem Topf. Man kann das auch im Rohr schmoren. Also wie in der Nähe. In der Zeit, was man frisch mal da schon mal rüber. So rutschig geht es da rüber, gell? Hat der Papa ein bisschen mehr Platz und die Leute sehen, was ich mache. Das finde ich schon super. So, einmal rüber. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Gemüse, was ich jetzt noch übrig hatte vom letzten Wochen, habe ich aufgehoben. Also hier halbe Zwiebel, durch mit Schale. Dann in kleine Würfel, also was heißt klein? Restgemüse nennt man das. Karotten, die tun wir bloß halbieren, kann man Strom, kann man alles dorten lassen. So. Ich nehme jetzt keinen Sellerie mit, also weil meine Frau auch verträgt keinen Sellerie. Wohl auf euch. Die Rouladen sind jetzt soweit durchgegart. In der Zeit, wo wir jetzt gewartet haben, habe ich einmal Basmati-Reis gemacht, ganz normal und ein bisschen frisches Karottengemüse. Dazu kann man aber auch noch Kartoffelstampf oder gekochte Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln, alles mögliche kann man eigentlich machen. Reis und Karotten mögen meine Kinder und meine Frau ganz gerne, deswegen habe ich mich dafür entschieden. So, zu dem Thema Rouladen. Wir haben jetzt, ich zeige es euch bloß mal, die Soße ist jetzt gut einreduziert. Wegen dem Licht. Seht, die Soße ist auch relativ dunkel geworden. Ich habe jetzt hier schon mal einen separaten Topf mit einem kleinen Sieb, also nicht zu feines Sieb, das darf ruhig ein bisschen Gemüse noch mit durchrutschen. Da habe ich jetzt schon mal ein bisschen Temperatur gegeben. Wir werden jetzt einfach versuchen, so viel Flüssigkeit wie möglich da durch zu machen. Da kocht schon richtig auf. Durch das Sieb durchzugießen. Nur aufpassen, dass jetzt nicht alles daherkommt. So, hier nochmal. Die Rouladen schön in dem Gemüse mit drin. Liegt also ein bisschen blöd. Machen wir so. Die stellen wir dann so einfach an den Tisch. Kann man sie raustun. Bloß Vorsicht, die Spießchen sind noch drin. Die lasse ich jetzt aber noch drin, bevor wir es am Tisch raustun. So, wieder auf den Herd. Dass schön warm bleibt. Die Soße durch das Sieb einfach so ein bisschen durchdrücken. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Röstgemüse in der Soße, deswegen passiere ich das immer gerne ab. Jetzt einfach nur schauen, dass die ganze Flüssigkeit durch das Sieb durch ist, einfach mit einem Löffel oder mit eben so einer kleinen Kelle durchdrücken. Dann drückt man die Äste durch. So. Dann den Boden nicht vollsaugen. Jetzt drehen wir einfach die Nummer nochmal komplett auf, dass nochmal aufkocht. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Flocke Butter. Das macht das Ganze nochmal so richtig schön sämig. Wer hat einen Mixstab rein pürieren oder ich einfach so einen kleinen Schneebesen. Das rühren wir dann einfach so rein und dann wird es von der Konsistenz genau richtig. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren schreiben oder meinen Kanal abonnieren. Wir haben uns jetzt was Neues überlegt, der Schmitz Benny vom zum Murnau und der Thilo Bischof vom Haus am See und vom Edel in Murnau. Wir werden zusammen ab jetzt kommender Woche am Freitag einen kleinen Drive-In-Schalter mit unseren coolsten Gerichten machen, mit unserem Foodtruck. Die Location stellt der Benny mit dem Murnau oben am Parkplatz und der Thilo mit seinem Know-how und seiner Produktionsküche. Ich hoffe, ihr besucht uns da alle gerne und fahrt mit dem Auto vorbei. Wir haben natürlich alles den Vorschriften entsprechend alles so organisiert, dass man nur mit dem Auto kommen muss, nicht mal mehr aussteigen, sondern Scheibe runter, das mitnehmen, was man will.
und weiterfahren, ohne dass man Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten hat. Jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag sind die Öffnungszeiten vom Drive-In. Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag Mittag von 11 bis 14 und um 17 bis 21 Uhr und am Sonntag das gleiche wie Samstag, 11 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Diese Woche wird es geben 3 Gerichte, jeder hat eins entworfen. Und zwar von mir gibt es Spinatknödel mit brauner Butter, rote Beete-Salat und Parmesan. Der Thilo hat Ochsenbacken mit Spätzle und Bayerischkraut. Und der Benni hat seinen supergeilen Burger am Start mit coolen Sachen wie Bergkäse und seiner geilen Soße. Wir werden schauen, dass wir über die Nummer nochmal drüber rutschen, wie die Krise uns alle ein bisschen beutelt. Wir geben unser Bestes. Ich hoffe, ihr besucht uns alle. In diesem Sinne, ciao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.